Hallo und herzlich willkommen beim neuen Horrorspiel hier auf meinem Kanal und wir spielen das Spiel Sleeping Alone in der Version 1.2. Ja, alles weitere könnt ihr natürlich in der Videobeschreibung lesen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und schauen mal, was hier so passiert. Ich und meine Eltern sind in ein neues Haus umgezogen. Ich habe jetzt endlich meinen eigenen Raum. Ich kann endlich alleine schlafen, ohne meine Eltern. Ich bin 7 Jahre alt. Ich bin ein großer Junge. So, wir machen erstmal den. Es wird spät. Ich sollte den Fernseher rausschalten und ins Bett gehen. So, und ihr seht schon an der Grafik, es ist etwas anders. Wir schauen mal, wo es hier. Okay, wir sollen unsere Zähne putzen. Können wir die Zähne putzen? Nö, können wir nicht. Wir schauen mal. Aber wo soll ich meine Zähne putzen? Wir schauen uns aber erstmal um und dann finden wir schon. Ah, da ist die Tür aufgegangen. Nicht auf. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Es ist ein Indie-Horrorspiel. Ach, wir sollen wahrscheinlich einfach nur durchlaufen. So. Wir putzen jetzt unsere Zähne. So, geh zu deinem Raum und geh schlafen. Das machen wir natürlich, weil Schlafen ist wichtig. Ihr müsst genug schlafen. Okay, wir müssen einfach nur die Türen durchlaufen. Was haben wir denn hier? Ein Abstellraum. Sehr schön. Was haben wir hier? Ah, okay, die Eltern schlafen schon. Und das ist unser Dings. Wir haben hier so einen wunderschönen, was auch immer das ist. Und ich würde sagen, hier ist nichts drin. Ich sollte vielleicht die Tür zumachen. So. Und dann gehen wir schlafen. So, sehr schön. Mutter? Vater? War sicherlich nur ein Traum. Wir hören Geräusche. Hallo? Das ist bestimmt nur irgendeine Einbildung. Da ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Mist, ich muss aufs Klo. Gehen wir mal aufs Klo. Hier ist nicht das Klo. Das Klo ist unten gewesen. Ich mach mal die Tür zu. Wir wollen ja. Ich hab versucht, die Tür zuzumachen. Ah, okay, wir haben hinein uriniert. Gehen wir mal weiter schlafen. Hier läuft definitiv irgendwas rum und das finden wir gar nicht gut. Aber okay. So. Puh. Sehr schön. Es ist Nacht. Haben wir durchgeschlafen? Ach, es ist morgen. Ich bin hungrig wie die Hölle. Gehen wir uns was zu essen machen? Gehen wir uns was zu essen machen? Mom und Dad sind immer noch am Schlafen. Ich sollte sie aufwecken. Okay, dann gehen wir erst Mutter und Vater wecken. Die finden das bestimmt ganz gut. So. Wo zur Hölle sind sie? Ich bin ein bisschen ängstlich, ne? Ich sollte diesen Platz nicht
Deine Eltern sind stolz auf dich? Okay. Das ist schön, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Aber wo sind sie? Ich mach mir hier lieber die Tür zu. Oder auch nicht. Was machen wir uns denn Schönes zu essen? Vielleicht Dosen? Was ist das hier? Irgendein Buch oder so? Naja gut, wir gehen uns was zu essen machen, denn die Eltern sind nicht da. Es fühlt sich an, als ob ich Blut rieche aus dem Badezimmer. Aber ich will mir doch nur was zu essen machen. Hier, mach doch einfach auf, lass mich doch hier irgendwas essen. Ich gehe mich umschauen, ob hier irgendwas komisch ist. Können wir einfach hier rausgehen? Nee, können wir nicht. Wir sind also hier im Haus gefangen. Finde ich nicht so gut. Okay, wir haben einen Schock bekommen. Da lag einfach ein Skelett in der Dusche. Ich muss versuchen, aus dem Haus herauszukommen und die Nachbarn für Hilfe rufen. Sie haben die Cops gerufen und sie durchsuchten das Haus. Sie fanden eine Entität und ein Speziallabor für Research. Es war irgendwie gemacht hier bei einer psychiatrischen Anstalt. Das Leben war nicht mehr dasselbe. Und naja, wir haben halt bei unseren Eltern gelebt und das war es tatsächlich auch schon. Es ist ein kleines Horrorspiel gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt nichts Besonderes, aber ihr könnt ja mal gucken unter itch.io für mehr Spiele. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Horrorspiel wieder. Werden wir sehen, was es diesmal wird. Und es folgen noch für euch hier die Info. In den nächsten Tagen vielleicht das ein oder andere kürzere Spiel. Ne? Wir schauen einfach mal, was passiert. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao.